So, jetzt ein serious Video hier. Film ab. Johnny. Vor einiger Zeit wurde mir ein Kommentar unter mein Video geschrieben. Zitat: Warum redet der Typ wie Hand of Blood und dann auch noch dieselbe Musik? O. Dies ließ mich nachdenken und ich stürzte in eine tiefe Verzweiflung. Diese Verzweiflung ließ mich meinen Schlafmangel weiter ausleben und Tag und Nacht lag ich dort und dachte über diese Zeilen nach. Dann fiel mir etwas ein. Ich hatte diese Zeilen schon einmal vorher gehört. Es beschreibt eine dunkle Vergangenheit in meinem Leben. An diese Zeit denke ich nur sehr, sehr ungern zurück. Es ist eine traurige und tragische Geschichte. Es ist das Kapitel meines Lebens, was ich in mir drinne ganz tief verschlossen habe und nie wieder vorhatte zu öffnen. Es ist das Kapitel der Kubongos. Alles begann auf dem Kanal der Kubongos. Adrian von Adrians Allerlei, Sascha, den ihr auch aus meinen Videos kennt, und meine Wenigkeit sollten für ein Erdkundereferat lernen. Jung und naiv wie wir waren, hatten wir keinen Bock. Daraufhin überlegten wir, einen YouTube-Kanal zu machen. Ich blickte auf meine Federmappe und dort standen die Buchstaben C-U-B-O-N-G-O. Zusammen machte dies Kubongo. Da wir aber mehrere waren, hingen wir noch ein S hinten dran und um dem Ganzen eine moderne englische Note zu geben, setzten wir noch eine The vor das Kubongo. Junge, kannst du vielleicht nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern nur das, was relevant ist? Also, alles begann am 16.08.2014 mit einem Infovideo zu einem anstehenden League of Legends Turnier. Wir freuten uns, dass wir unseren ersten Hater hatten. Dieser hatte auch den wundervoll und total kreativ ausgearbeiteten Namen Kubongo Hater. Er war sogar so kreativ, das Kanalbild von uns herunterzuladen und es zu bearbeiten. Und dort standen diese schrecklichen Zeilen das erste Mal. Zitat: Warum redet der Typ so wie Hand of Blood? 4 Likes. Diese bedeutungsvollen Worte gingen mir am Anfang noch am Arsch vorbei. Dann jedoch schaute ich mir Hand of Blood an. Halt nein, Verzeihung, das war gelogen. Ich kannte Hand of Blood schon. Für alle, die nicht wissen, wer dieser Kerl ist: Er ist ein deutscher YouTuber, den ich sehr gerne gucke und der League of Legends Videos macht und wo alle immer sagen, ich würde so reden und aussehen wie er. Da nahm das Übel seinen Lauf. Immer mehr Kommentare platzten herein. Und nicht nur dort, sondern auch im Stream passierten diese Dinge. Ich fiel in einen Teufelskreis und verlor mich selbst. Doch nun ist die Zeit gekommen, das zu tun, was ein Mann tun muss: die Wahrheit erzählen und die Dinge gerade rücken. Erst einmal zum Aussehen. Hand of Blood sieht so aus. Ich sehe so aus. da habe ich mich wohl verklickt. Also ich sehe so aus. Ähnlichkeit hat trotzdem höchstens die Haarfarbe. Ja. Dann kommen wir zur Sprechweise. Wieso haben immer alle gesagt, ich würde wie dieser Kerl reden? Ich lege auch öfters einen ironischen Stil an den Tag. Damit dies wirkt, muss man dies übertrieben darstellen. Der gute Hand of Blood macht das ebenfalls, weil er ja will, dass es so rüberkommt. Alles geplant und so. Dann kommen wir mal zu Folgendem. Wenn ihr meine LOL-Montagen nicht kennt, dann schaut ihr jetzt bitte sofort hinein. Diese sind nämlich in einem bestimmten Stil editiert, damit sie entertainen. Der gute Hand of Blood ist da ebenfalls ein Spaßvogel und somit will er ebenfalls entertainen. Weil wegen Baum und so. Ist jetzt egal. Aber, der gute Junge hat meine Form des Video-LOL-Editierens mit Musik und 7 Enden of Doom und 2,3 hast du nicht gesehen, Scheiß, geklaut. Ist jetzt kein Vorwurf an ihn, denn es ist ja genial, was ich da mache. Selbstverliebt bin ich übrigens nicht, nee. Und ja, deswegen sei es ihm gegönnt, so viele geile Schnitten zu haben. Jo, geile Sache. Wenn ich jemals ein Video mit den Boys zusammen machen sollte, dann dürft ihr euch aussuchen, was ich dann da mache. Denn ich bin gerade zu unkreativ dafür. So, und eins habe ich aber, was der gute Hand of Blood nicht hat. Den Spruch für das Ende. Denn wie macht der Zug? Noop, noop! Und damit das ganze Video jetzt hier auch noch Sinn macht, ne, fake ich einfach mal die Endcard vom guten Hand of Blood, sogar mit derselben Musik. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ihr Kacklappen. Und ich bin der wahre Hand of Blood.
Nein, ich bin nicht End of Blood, verfluchte Scheiße nochmal. Was habt ihr denn gedacht?